Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video vom Team Zen Garden Paraguay. Heute haben wir zu Gast das Team von Cuatro Patas. Hallo. Hallo. Cuatro Patas, das werden sie euch selbst gleich erzählen, macht ganz, ganz frisch und richtig toll Katzennahrung. Herzlich willkommen, ihr beiden. Dankeschön. Danke. Wenn euch das Thema gefällt, dann gebt dem Video doch am besten gleich einen Daumen hoch und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn hier gibt es immer mal wieder Erfahrungen zu Restaurantbesuchen, solche Sachen, wo man wie was besorgen kann, Tipps über Sehenswürdigkeiten und so weiter. Also am besten jetzt hier gleich unten runter Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann seid ihr immer wieder informiert, sobald wir ein neues Video publizieren. Übrigens, bei uns ist alles in Playlists nach Themen sortiert. Da kommt unsere Tierfutterlieferung für unsere Katzen, frisch hergestellt. Schaut mal. So. Stellt ihr euch bitte kurz vor? Ladies first. Ja, wir sind die Familie Heinrichs. Ich bin die Conny, das ist der Kai. Wir sind vor einigen Monaten hier rübergekommen nach Paraguay. Nicht aus Deutschland, nein, aus Thailand. Mit 3 Katzen aus Thailand. Rasse Straßenkatze mit allem drin, was dazugehört, genau. Wir haben dann hier in Paraguay recht schnell festgestellt, dass ein qualitativ hochwertiges Katzenfutter einfach nicht zu bekommen ist. Und da genau. Ich für unsere eigenen sowieso selber schon Katzenfutter gemacht habe, dachten wir, dann könnte man das ja auch im größeren Rahmen machen. Und so sind wir dann letztendlich zum Vertrieb von Katzenfutter gekommen. Super Idee, denn es ist wirklich so, wir haben hier einen Mangel an gutem Katzenfutter. Kai, ihr habt, glaube ich, auch mit einem Tierarzt oder so zusammengearbeitet. Erzähl mal bitte. Genau, unsere letzten Arbeitsstätten waren in der Schweiz. Da hatten wir Restaurants und dann kam Covid, ne? Dann alles zugemacht. Sind in Thailand hängen geblieben. Es gibt schlimmere Orte, um hängen zu bleiben, das kann man schon dazu sagen. Wir haben aber da bekannte Freunde. Eine davon ist eine Tierärztin. Und die haben wir, sobald die Idee hier gereift war, angeschrieben oder mit ihr telefoniert auch über WhatsApp und haben uns da wirklich aus medizinischer Sicht auch dann Info und Hilfe geholt, was sehr gut geklappt hat und sehr geholfen hat, muss ich sagen. Und immer noch tut. Und immer noch tut, ja, wir haben erst vor 2 Tagen mit ihr telefoniert. Und erzählt mal so ein bisschen von eurem Produkt, bitte. Ja, mach du. Okay. Also wir grundsätzlich verwenden wir 2 verschiedene Grundstoffe. Das eine ist Hühnchenfleisch, Hühnchenbrust normalerweise. Auf der anderen Seite haben wir das Rindfleisch, was meistens Carnaza Negra oder Carnaza Blanco ist. Also was qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig ist. Wir entscheiden das meistens vor Ort auch und schauen, welches besser aussieht und nehmen dann das, klar. Das ist in Paraguay sehr wichtig, sich das wirklich anzuschauen. Es muss sein, ja. Es geht nicht anders. Wir haben keine Zusatzstoffe drin, keine Farbstoffe, keine anderen Hilfsmittel, kein Filiermittel. Also letztendlich nichts Künstliches. Was wir drin haben, ist ein bisschen natürliches Calcium und Taurin logischerweise, weil eine Katze einfach nicht genug Taurin selber produzieren kann, damit es für sie ausreicht. Das heißt, Das muss ich dazufügen, da komme ich einfach nicht ringsum. Das sind einfach die Grundstoffe und damit war es das eigentlich. Wir haben meistens Gelee dran, selber gemacht, wie gesagt, ohne Hilfsstoffe, ohne Geliermittel. Wenn man weiß, wie es funktioniert, geht das auch ganz gut. Ohne, das Einzige, was man braucht, ist Zeit. Okay, aber das ist ein Betriebsgeheimnis. Der genaue Prozess, ja. Kochzeiten und Temperaturen behalten wir für uns. Ja, es gibt einfach absolut. Aber man muss auf die Temperatur achten. Man muss wissen, wie lange brauche ich. Standzeiten, Abkühlzeiten. Das ist wirklich. Ja. Also das hört sich dumm an für Katzenfutter, aber es ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Wie viel ist im Leben? Und wir haben da wirklich auf Arbeit reingesteckt und viel Tests gemacht. Wie du ja weißt, wir haben 3 Testesser zu Hause.
die alle verschiedene Geschmäcker haben leider. Die konntest du nicht auf eins trainieren. Ja, das ist so. Gestern das beste Beispiel, wenn ich das zwischendurch erzählen darf. Wir hatten Gelee frisch gemacht und haben es dann einfach mal zusammen mit dem frisch produzierten Rind gemacht. Jetzt haben wir die beiden Herren, die kommen immer und die lecken das Gelee weg. Und unsere weibliche, die kommt dann immer nach und frisst dann das Fleisch. Das ist so faszinierend zuzuschauen. Gute Symbiose. Ja. Wir haben dir auch mal Gelee zum Probieren mitgebracht. Ah, danke schön. Es ist wirklich reines Naturprodukt. Es ist alles ein reines Naturprodukt. Es ist Lebensmittelqualität. Also ja. Das heißt, wenn euer Kühlschrank irgendwann mal leer ist, macht ein Päckchen Katzenbutt drauf, macht ein bisschen Salz oder sonst was ran, dann habt ihr eine Mahlzeit. Mögt ihr mal euer Produkt zeigen? Na klar. Ich gerne mal. Ihr liefert ja aus dieser Kühlbox heraus, dass es auch wirklich schön kühl bleibt die ganze Zeit. Muss sein bei unseren Temperaturen hier. Gerade momentan, wo die... Nicht anders machbar. Ach, das wäre... Ja, das ist Gelee. Das ist das Gelee? Das ist das Gelee, das haben wir jetzt nicht mit unseren Aufklebern versehen. Das ist das, was wir für dich mal zum Probieren mitgebracht haben. Das ist lieb. Dann haben wir... So sehen die Päckchen normalerweise aus, auch Handarbeit, weil so groß sind wir noch nicht, als dass wir uns da industrielle Abfertigung leisten können. Du, das ist wunderbar. Das ist das Chicken mit dem Gemüse drin. Das ist Hühnchen mit Gemüse. Das hier ist Rind als Pâté in dem Fall. Ja. Wie viele Sorten habt ihr denn? Momentan haben wir 4 verschiedene Sorten. Nee, Quatsch. 6. 6. 6, ja, 6. Es sind sogar 6. Einmal mit Gemüse, einmal ohne. Manche mögen welches drin haben, andere nicht. Wir haben Kunden auch, die zum Teil entweder kranke Katzen haben oder Allergikerkatzen, gesundheitlich angeschlagen oder einfach schon ältere Semester, die nicht mehr so viele Zähne haben. Da ist natürlich Hühnchen immer gut, sowieso ohne Zusatzstoffe für Allergiker sowieso, klarerweise. Und Gott sei Dank gibt es tatsächlich Katzen, bei denen die Blutwerte viel, viel besser geworden sind, bei denen sich die Verdauung wieder reguliert hat. Also man merkt durchaus einen positiven Effekt. Definitiv, definitiv. Und wo findet man euch? Wie kann man euch kontaktieren, wenn jetzt jemand das Video sieht und möchte gerne das Futter bei euch bestellen? Wir sind stationiert eigentlich in Capiatá im Moment noch, sind aber erreichbar natürlich über WhatsApp, über Facebook. Per E-Mail. Oder auch per E-Mail. Was alles schön hier drauf steht. Okay, warte mal, ich komme mal näher, dann haben es die Leute nämlich gleich zum Anschauen. So, sehr schön. Und da kann man euch direkt dann kontaktieren. Sehr gerne. Und sich erkundigen, wie das läuft mit der Lieferung und so weiter. Genau, was wir empfehlen ist, einfach mal auf die Facebook-Seite zu gehen. Da sind die wichtigen Sachen über Giftstoffe, die nicht drin sein sollten, Inhaltsstoffe und sonstiges ist da drauf. Vielleicht ist ein bisschen viel Text, da wir natürlich immer alles in 3 Sprachen schreiben. Mhm. Englische Kundschaft haben wir haben deutsche Kundschaft, ganz klar. Die lokale Kundschaft ist noch nicht so weit, aber trotzdem, wir sind in Paraguay, deswegen schreiben wir es natürlich auch auf Spanisch. Natürlich, macht ja Sinn. Und da sind die ganzen Informationen drauf, über Produktion, über alles Inhaltsstoffe. Und das wäre der erste Schritt. Und wenn es dann passt, Preise sind drauf und alles. Und wenn es dann passt, gerne uns kontaktieren zu weiteren Fragen oder Bestellungen oder sonst was. Okay. Wir haben es inzwischen so gemacht. Früher sind wir diese Kuchen gefahren, die waren aber nicht sehr effektiv, weil zu den verschiedenen Treffpunkten dann nicht so viele Leute gekommen sind, die dann doch lieber eine Hauslieferung haben wollten. Dann haben wir das komplett umgestellt, Mindestbestellwerte und dann fahren wir direkt ins Haus. Zumal es ja dann auch oft so ist hier in Paraguay, man kann den Verkehr so schlecht abschätzen. Dann seid ihr vielleicht eine Viertelstunde irgendwo und der andere kommt 5 Minuten zu spät und ihr seid schon wieder weg. Ja, genau. Das ist in Paraguay mit dem Verkehr natürlich auch nicht so trivial. Ja, das ist so. Also nicht mit dem Verkehr, manchmal ist ja kein Verkehr, aber die Wege dauern einfach. Ja, das ist so. Ja, manchmal braucht man 15 Minuten und manchmal eine Stunde 15. Genau. Die schnellste Fahrt von Asunción nach Capiatá waren 30 Minuten, aber das war nachts um 2. Ja. Neujahr. Und habt ihr denn noch Tipps für die Umstellung zum Beispiel? Weil wenn Katzen ein Futter sehr lange gewohnt sind, ist es manchmal, gerade bei eigensinnigen Katzen, nicht so einfach, dass sie sich auf was Neues einlassen. Also ich persönlich würde es erstmal pur probieren, allerdings mit einer sehr kleinen Menge. Es gibt durchaus auch Katzen, die es sofort annehmen und fressen. Ansonsten langsam zumischen zum gewohnten Futter. Das heißt wirklich
teelöffelweise. Vielleicht mal 2-3 Tage lang einen Teelöffel vom neuen Futter drunter, bis sie das problemlos akzeptieren und die Menge einfach sehr langsam steigern, bis sie so weit sind, dass sie es gar nicht mehr merken. Ein anderer Trick ist einfach auch, manche stehen da auch drauf, vielleicht wenn jemand Trockenfutter zufüttert, ein bisschen Trockenfutter vom gewohnten zerbröseln. Wie so Parmesan. Drüber als Leckerchen drauf. Solche Dinge, ja. Ja. Oder Jelly, ja. Man kann auch mit der Jelly anfangen, aufs gewohnte Futter vielleicht mal einen Löffel von der Jelly nur drauf, damit sie einfach den Geruch in die Nase kriegen, die Konsistenz. Und dann, die einen brauchen länger, die anderen brauchen weniger. Ja. Wir hatten zum Beispiel bei unseren dreien die drei besten Beispiele. Also die Einher, der größte von denen, der hat glaube ich 14 Tage gebraucht. Der ist nur dran, oh nee, mag ich nicht. Der wirklich, der andere, unser Allesfresser, der hat rein, okay, alles weg. Und die andere war so mittendrin, also das war wirklich die drei Stufen der Eskalation, der Nahrungsumstellung. Aber ich kann garantieren, dass es auf jeden Fall immer funktioniert. Ja. Du hattest mir noch einen ganz tollen Tipp geschrieben mit dem Eiswürfelbehälter. Magst du den auch noch erzählen? Ja klar, mache ich gern. Wenn die Vakuumbeutel mal offen sind, natürlich kühl lagern, aber als kleinen Tipp, man kann das abfüllen ganz gut, den Eiswürfelbehälter und schlicht und ergreifend einfrieren, so kann man es einfach portionsweise in wirklich kleinen Portionen bei dem Klima in Paraguay einfach wieder rausholen. Es ist sehr schnell aufgetaut und bleibt immer frisch. Und also, man hat immer was da. Genau, also ich hatte die erste Lieferung, ich war ja eure erste Kundin, hatte ich eingefroren, komplett die Beutel. Ich werde das mit dieser Lieferung, mit 2-3 Beutel, werde ich das wirklich machen, weil ich habe halt Phasenesser. Die essen mal, dann schlafen sie, dann kommen sie 3 Stunden später wieder und gucken und so. Und bei den Temperaturen selbst im Haus, es wird einfach, es gammelt. Ja? Es ist Fleisch, es ist frische Nahrung, es gammelt. Und von daher fand ich diesen Tipp super. Wir machen es selber auch nicht anders. Ja. Und es zieht jetzt momentan auf die Ameisen an bei den Temperaturen. Ja, Wahnsinn. Ich meine, Paraguay ist das Land der Ameisen. Ja, man muss wirklich schon extrem aufpassen. Ja. Sehr schön. Könnt ihr noch was zu diesem Jelly sagen? Wird es später ins Futter reingemischt oder was ist so der... In zweien dieser Sorten wird es reingemischt. Also einmal ins Huhn und einmal ins Rind. Paté oder? Nee, also es ist von der Brühe ist eigentlich immer was dabei. Okay. Aber das richtig harte Jelly kommt nur einmal beim Chicken und einmal beim Rind mit rein. Das ist richtig durchgehend. Das richtig Gelee-Ige. Das Gelee-Ige. Das mache ich aber selber. Ich mische zusammen, weil ich habe ja meine Bestellungen da. Ich mache es dann frisch, schlicht und ergreifend. Damit ich einfach weiß, wie viel Material brauche ich, wie viel von was. Ich muss auch ausrechnen, logischerweise, wie viel Calcium, wie viel Taurin mische ich drunter. Ja. Damit einfach das Verhältnis stimmt von den Nährstoffen. Ja. Wie viel Gemüse, wenn jemand Gemüse drin haben will. Ja, und dann passt das. Ja, jetzt habe ich nur noch nicht verstanden, in welchem von den 6 Sorten, also ich weiß, eine Rind und eine Hühnchen, aber in welchem von den 6 Sorten ist das Gelee drin? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Also, ich habe einmal auf der einen Seite Hühnerbrühe bzw. Rinderbrühe selber gemacht, letztendlich. Die ist auf jeden Fall beim Paté drin, weil die brauche ich einfach, um eine gewisse Konsistenz zu kriegen. Der Rest wird weiterverarbeitet dann wirklich zu Gelee. Das wiederum vermische ich dann entweder wieder mit Hühnchenfleisch mit den Stückchen. Mit den Stückchen, okay, die Info war noch nicht. Das war bei euch im Kopf, aber nicht angekommen. Ja, wahrscheinlich, genau. Okay, gut, ja Mensch, super schöne Informationen. Habt ihr noch irgendwas zuzufügen? Ist euch noch irgendwas besonders wichtig zu sagen? Es haben uns 2 Leute darauf angesprochen. Eine davon will selber Katzenfutter verkaufen, kein Problem, wir haben keine Angst vor Konkurrenz, dass unsere Produkte zu teuer sind. Wenn ich sehe, dass eine Dose mit 355 Gramm hier, normales Whiskas, kostet hier zwischen 15.000 und 16.000 Guarani. Da ist aber aus meiner Sicht, aus unserer Sicht Industriemüll drin. Ja, aus meiner Sicht auch. Okay. Und das ist egal, ob Rind oder Chicken oder was weiß ich drin ist, wir haben zu 95% ein reines Fleischprodukt drin. Alles natürlich, keine Zusatzstoffe und wenn dann natürliche und dann nur 2. Wer da nicht bereit ist, diese 5.000
oder 12.000 fürs Rind, weil Rind ist im Verhältnis natürlich schon teuer, ja, mehr zu bezahlen, das nicht sieht. Wir können nicht mehr als argumentieren und sagen, was drin ist. Also wir können nicht mit dem Preis runter, das ist so, der ist schon knapp kalkuliert. Für jeden, der hier lebt und die Preise kennt, der weiß es. Wir müssen die lange Kochzeit rechnen, das heißt Strom, das Verpackungsmaterial. Unsere Arbeit ist momentan eigentlich fast umsonst, weil wir sind in der Markteinführung noch. Und das ist ein Produkt, wo wir vollkommen dahinter stehen, was gesund ist. Ja. Und wir können da einfach nicht runter, sonst legen wir drauf. Das ist ein ganz, ganz knapp kalkuliertes Produkt. Glaubst du oder nicht? Ich würde jedem empfehlen, das mal selber zu machen, mit dem Aufwand. Und dann sieht man, was dahinter steckt. Und dann wird den Leuten vielleicht auch klar, die Preise sind gerechtfertigt. Ja, nicht nur das. Man merkt ja, wenn man es aufschneidet, man merkt die Qualität, wenn man es den Katzen serviert. Also das ist ja schon. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Ihr hattet, glaube ich, mal angedeutet, dass ihr vielleicht in Zukunft noch Hundefutter macht. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, da sind wir im Moment noch in der Entwicklungsphase, weil ich ehrlich gesagt im Moment mehr Arbeit mit dem Katzenfutter habe, als ich eigentlich erwartet hatte. Was auf der einen Seite natürlich schön ist. Aber es wird irgendwann kommen, zumindest als Nassfutter-Variante. Mhm. Ich bin da immer noch in Kontakt und mit unserer Tierärztin in der Schweiz. Die selber drei Hunde hat. Aber es wird irgendwann kommen. Im Moment bin ich gerade noch dabei, ein paar Specials fürs Katzenfutter zu entwickeln, einfach. Okay, sehr schön. Neue Sorten sozusagen. Ja. Sehr schön. Wir bezeichnen sie momentan als Specials, weil wir es einfach auch erstmal auch in der Preisfindung sind. Wir wollen Innereien dazugeben. Mhm. Da sind wir dann auch, deswegen haben wir vor 2 Tagen auch mit ihr telefoniert. Weil nicht alle Organe geeignet sind. Essen kannst du alle. Genau, Niere sollte man zum Beispiel nicht, wegen der Giftstoffe und sowas. Leber auch. Auch Giftstoffe drin. Eine Lunge kann man machen, aber eine Lunge hat keinerlei Nährstoffe. Was übrig bleibt, ist Herz. Mhm. Und Hühnerherz, Rinderherz ist natürlich preislich dann auch nochmal ein bisschen höher. Ja. Und da müssen wir kalkulieren, wie viel kann man reinmachen, dass man sieht, dass was drin ist, dass es auch geschmacklichen Unterschied macht. Und auch Sinn macht. Um den Preis zu halten. Oder dann höher gehen und eine richtige Portion mit reinzumachen. Also, sage ich mal, einen größeren Anteil zu machen. Ja. Und da sind wir gerade noch mit uns selber, mit unserem Gewissen am Diskutieren. Mhm, verstehe. Das macht Sinn. Aber wir werden es jetzt mal als Special ein bisschen über Einkaufspreis oder Herstellungspreis raushauen, ein paar Beutel und dann schauen, wie es ankommt. Und dann muss man einfach die Reaktion abwarten, ob das ankommt und wo können wir uns mit dem Preis da einladen. Ja. Weil das macht es einfach teurer. Das Herz ist einfach. Ja, ich meine, Rohstoffe haben ihren Preis, ja. Das ist so, ich liebe selber Hühnerherzen. Ich hau mir die auf den Grill. Sie ist jetzt keiner großer Freund davon. Ich liebe die, ich esse die gerne. Mhm. Sie macht sie lieber ins Katzenfutter. Ich auch. Ich bin auch kein Mensch für Innereien. Aber sie sind einfach teuer hier auch im Verhältnis. Ja. Das ist so. Ja. Aber sie sind gesund für die Katzen, sie sind gut. Und ich denke, wir werden das bis Mitte Monat hinkriegen. Ja. Wow, da freuen wir uns drauf. Habt ihr schon einen Ausblick, weil es gibt hier einfach auch sehr viele Hundehalter, ob das Hundefutter vielleicht noch dieses Jahr kommt oder erst vielleicht in 2023? Wir hatten ja bitte. Ja, ich dachte nur gerade, in Anbetracht dessen, dass dieses Jahr erst angefangen hat, bin ich schon sehr sicher, dass es dieses Jahr auf jeden Fall kommen wird. Sehr schön. Wir hatten es ja relativ schnell geplant. Einfach so Ende Februar war ja in unserem Kopf, in unserer Planung drin. Da müssen wir leider von Abstand nehmen, weil das andere hat uns dann doch ein bisschen überrascht. Aber wir haben ja von der Forschung her, das habe ich dir glaube ich schon gesagt, von der Forschung und von allem her, haben wir schon 95%, würde ich sagen, alles erledigt. Wir werden irgendwann in die Testphase gehen, auch dann an Leute mit Hunden verteilen. Wir haben im Bekanntenkreis hier inzwischen so viele Leute mit Hunden. Eigentlich hat ja fast jeder einen Hund hier. Ne? Eben. Und werden da auch mal Tests verteilen. Das geht dann auf uns, das ist wirklich also als Marketing. Und dann werden wir sehen, wie es ankommt. Da gibt es zum Beispiel auch Trockenfutter. Wir hatten ja auch Katzen-Trockenfutter angedacht. Mhm. Aber dafür brauchen wir industrielle Maschinen. Ja. Wir haben das probiert im Backofen, wir haben einen Freund mit so einem Dehydrator. Das ist zu viel Aufwand, um das wirklich zu produzieren auf Masse. Auf Masse, ja, genau. Es geht, aber es ist einfach, der Zeitaufwand ist einfach dann zu hoch.
dafür hat der Tag zu wenig Stunden. Ja, und auch der Energieaufwand. Ne? Ja. Wenn du es im Backofen macht, hast du ja nur eine bestimmte Anzahl Plätze. Im Trockenautomat genauso. Das ist natürlich... Was ich schon gemacht habe, sind Katzenleckerli. Ja. Einfach dann ein bisschen größer, nicht so die Trockenfutterbrösel. Was ganz gut funktioniert, die ich irgendwann dann auch mal anbieten möchte. Ja. Sehr schön. Also da ist noch viel zu erwarten von euch. Da freuen wir uns. Kommt immer ab, Step by Step. Also ja. Wie in jedem Business. Unsere Zeitpläne haben sich so ein bisschen nach hinten verschoben, einfach aufgrund des Aufwandes und ich sag's jetzt mal Erfolgs auch. Ja, das ist doch schön. Ja, eben. Ja. Das ist ein schönes Problem sozusagen. Ja, ja. Ne? Auch das gibt's. Ja. Wir klagen auf hohem Niveau. Ja, aber wir können noch nicht davon leben, aber das soll irgendwann mal das Ziel sein. Einfach. Klar. Vielen, vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut und viel, viel, viel Erfolg, weil meine Katzen sind begeistert. Okay. Dankeschön, wunderbar. Dank. Also, tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Das war das Interview mit dem Team von Quattro Patas. Und wenn ihr Interesse habt, habt ihr hier die Kontaktdaten und könnt sie gerne kontaktieren, könnt mit ihnen sprechen. Sie sind immer sehr freundlich, machen das, was geht, möglich. Und wie gesagt, meine Katzen sind begeistert. Also bleibt gesund und bis bald wieder in einem neuen Video vom Team Zen Garden Paraguay. Ciao!